Das ist so eine alte, ekelhafte, rostige Bank. Wisst ihr, das sieht richtig blöd aus. Bereite dich also vor, Leon. Könnte ich nochmal abhauen, wenn ich will? Ich könnte theoretisch nochmal abhauen, wenn ich will, glaube ich. Ich weiß nicht, warum da noch Ausrufezeichen sind. Ich habe da doch alles schon gemacht, eigentlich. Na, was soll schon schaden, wenn wir weggehen? Ich habe alles dabei, was ich brauche. Speicherpunkte bekommen wir sowieso nochmal wieder. Ada, ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht, okay? Mach dir keine Gedanken über alles. Wir machen das. Wir haben alles durchsucht, denke ich mal. Also, ab geht's. Die Tür schließt sie sich auch noch, oder? Ja. Können wir uns auch hinsetzen? Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Ich hoffe, die geht nicht kaputt auf dem Weg. Oder irgendwas passiert auf dem Weg, bitte nicht. Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorg ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Oh! Sie küsst ihn einfach? Entschuldigung? Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Also mit einer Romanze habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh mein Gott. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Danke. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß. Das kannst du auch. Wir kommen zu dir zurück. Oh Mann. Okay, wir haben es soweit schon mal geschafft. Bis hierhin. Und Ada wartet hier auf uns. Ich bin mir aber... ganz ehrlich, ich bin mir unschlüssig mit Ada. Ich weiß nicht mehr alle Einzelteile, also alle Informationen, alle einzelnen Informationen, aber sie hat doch auch zum Teil mit Wesker gearbeitet, oder nicht? Belügt sie uns gerade? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß einmal noch ein Ende mit dem Helikopter, wo sie doch nicht zu ihm geflogen ist. Und ich würde jetzt Spoilerwarnung sagen, aber die sind alle ziemlich alt, die Teile, die ich meine. Das wisst ihr bestimmt alle schon. Zumindest die Leute, die Resident Evil-Fans sind. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vertrauen können. Ob sie uns wirklich zu 100% gerade die Wahrheit sagt. Mit der Lore bin ich halt echt nicht gut in diesem Film. In dem Film. Ich habe gerade Film gelesen. In diesem Spiel. Wir nehmen den Film mal mit übrigens. Moment, die nehmen wir nicht mit. Wir haben ja nur oben in der Polizeistation. Die Stadt, das, wo wir das mit dem Film machen können. Das hätten wir wahrscheinlich gerade tun sollen, bevor wir hier runtergehen. Das gibt ja kein Zurück, also kommen wir wahrscheinlich auch nicht mehr in die Polizeistation jetzt. Obwohl bestimmt gibt es irgendein komisches Rohr oder so, wenn wir in die Polizeistation wieder kriechen können. Die Waffe ist ja überall. Jeder Weg führt zur Polizeistation, warum auch immer. Sehr gewagt von Umbrella, alles zur Polizeistation führen zu lassen. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir Ada zu 100% vertrauen können. Sind wir unsicher? Ich weiß gar nicht, für wen sie eigentlich arbeitet. Ist sie wirklich beim FBI? Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Darf ich da jetzt rein oder werde ich zerquetscht? Oh, wenn ich da durchgehe, geht die denn zu? Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Oh mein Gott, die Labore. Oh, ich finde das so toll, hier zu sein. Ich krieg glatt Gänsehaut.
Will ich als erstes hier rein? Sollte ich geradeaus als erstes weitergehen? Ich bin mir unsicher. Wo geht's hier am meisten weiter? Hm, wir gehen einfach hier hin. Passt schon. Ah, ich sehe schon einen Zombie. Einen Zombie. Komm her, Zombie. Der Menschenfresser, wie wir ihn auch nennen. Wir haben jetzt für alles die Armbänder. Hallo. Hast du gerade dein Mittagessen genossen? Ich habe zwei verschossen. Das war nicht gut. Oh, Mann. Ach, du isst gerade. Ach, ist okay. Guten Appetit. Friss du mal weiter. Wir gucken uns hier um, wenn das nicht stört. Du isst und wir gucken. Ist das okay? Ach, Mädchen. Sag mal, warum schieße ich gerade daneben? Das war jetzt echt schlecht. Wir haben nicht so viele Schuss und ich schieße gerade alle daneben. Oh, Munition. Ah, oh, danke. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich auch gerne. Benzin für den Flammenwerfer. Oh. Ja, egal, das habe ich umgetauscht. Können wir ein paar Snacks mitnehmen und so? So ein bisschen, was gibt's hier denn alles? Was zur Hölle? Oh, du lebst ja noch. Moment. Ah, falsche Waffe. Falsche Waffe. Falsche Waffe. Falsche Waffe. Ich hab die falsche Waffe ausgerüstet. Wofür hatte ich denn gerade Munition bekommen? Ich hab doch Pistolenmunition. Wieso? Oh, Mann, oh. Ich krieg hier Panik wegen sowas. Aber gut, jetzt bin ich hier hingelaufen. Hier gibt's eine Handgranate. Hat sich gelohnt, Panik zu bekommen. Und der Zombie da hinten, der ist beschäftigt. Der macht seinen Kram. Ich wollte gerade lesen, was es hier so gibt. Es gibt Poppin' Beans. Troppy? Q? Candy? Stumps? Milchkaramell. Das klingt lecker. Sieht aus wie diese Werthersteiler. Well. Oh, da habe ich direkt Lust auf Schokolade gerade. Fruit Candy, Wine Candy. Wie sieht's eigentlich bei euch aus mit... Was? Da steht ja noch einer auf. Wie sieht's eigentlich bei euch aus mit, welches Naschen ihr lieber mögt? Also, welche... Mögt ihr Weingummi oder sowas lieber? Schokolade? Kekse? Chips lassen wir mal außen vor, weil was kann schon Chips schlagen? Wer isst denn lieber Schokolade als Chips? Die ist halt echt komplett abgelenkt. Da komme ich noch nicht rüber, da muss ich auf die andere Seite gehen. Ja, vielleicht könnt ihr mir das einmal sagen. Das würde mich tatsächlich interessieren. Es gibt ja viele Leute, ich kenne tatsächlich... Ah, endlich mal so eine Figur. Ich kenne tatsächlich einige, die mögen beispielsweise Chips so gar nicht, was ich immer verstörend finde. Es gibt auch einige, die mögen gar keine Schokolade. Also, ich finde das immer sehr witzig, das rauszufinden. Was heißt witzig? Ich finde es interessant. Ganz einfach, weil... Wer mag keine Schokolade? Das ist so seltsam. Aber natürlich, meine Geschmackssache. Deswegen. Also alles, was ich eigentlich nur fragen wollte. Ich möchte aus natürlich Informationszwecken zur Recherche reden. Recherchezwecken herausfinden, was ihr gerne esst, damit ich das in die Datenbank von Umbrella eintragen kann. Deswegen sind wir hier. Das sieht richtig aus. Das sieht aus wie raufgekotzt, oder? Was ist das? Was? Ew. Ich weiß, das sind Eier, aber die haben sich nicht so gut gehalten. Na gut, ich weiß jetzt noch nicht, wie lange die da schon drauf sind, aber da ist immerhin keine Pilze haben sich entwickelt. Oh. Bisher kein Schimmel, wisst ihr? Können wir da auch rein? Access denied. Nap room? Oh, können wir schlafen gehen? Oh, da ist wohl jemand schlafen gegangen. Tat ihm nicht so gut. Und wir haben gleich keinen Platz mehr. Ich würde gerne alles mal nachladen, bevor wir in Situationen kommen, wo ich dann aus Versehen nicht nachgeladen habe, wie eben. Und dann Panik bekommen. Oh, wir haben den Chip. Das ist wahrscheinlich für den... Das könnte nützlich sein. Ja, das ist wahrscheinlich für die Mitarbeiter-Lounge da, was wir eben gesehen haben. Da können wir nichts einsetzen, ne? Was brauchen wir? Eine Batterie hier? Hier ist nichts drin. Solange hier kein Zombie rauskommt, bin ich zufrieden. Was ist das? Ein Regulierer. Nice. Jetzt kriegen wir sogar schon für den Flammenwerfer Add-on. Ich hoffe, wir brauchen ihn nicht mehr, weil das heißt dann nur Böses. Aber ich bin mir sicher, wir werden ihn noch brauchen.
Wahrscheinlich kommt nochmal Blobviecher oder irgendwas anderes Ekliges. Können wir jetzt hier rein? Können wir nicht hier rein, trotz des Chips? Upgrade. Können wir das kombinieren mit der Karte? Mit dem Armband, ja. Ah, jetzt können wir hier rein. Oh, dann können wir wieder gehen. Wir laufen. Gehen wieder in den Empfang, zu dem Empfang. Mal sehen, vielleicht kann ich da ja eure Daten eintragen. Ich werde euch alles stalken. Alles über euch herausfinden. Ihr könnt nichts machen. Okay. Dr. Lee kann warten. Schlafraumprotokoll. Guckt mal, jetzt sogar die Schlafzeiten werden mit eingetragen und überwacht. Das habe ich bei euch auch gemacht. Ihr steht da jetzt drin. Ja, Toby, Sarah und Walt, ihr seid jetzt alle hier aufgeschrieben. Ja, fühlt euch angesprochen. Sie ist, ja, das muss ich nicht ganz vorlesen. Anthony, Cyril, Desmond und Wayne, du warst ein ganz schlimmer. Du hast es nie verlassen. Du bist einfach so ein Langschläfer. Du gehst gar nicht mehr in die Arbeit, liegst immer noch im Bett rum. Kann nicht wahr sein. Ach, kein Wunder, dass wir planen, nicht zu feuern. Das hast du natürlich nicht gehört. Das haben wir dir nicht verraten. Reicht ein Messer? Nee, besser ist, wenn wir beide dabei haben. Falls was passiert. Einmal speichern. Ach, ich weiß noch, ob wir nur so zwei Speicherstände haben, die ich immer wieder überschrieben habe. Irgendwann habe ich dann Panik bekommen und habe alles gedrückt, was ich konnte. Oh, Security-Raum. Perfekt, wir können direkt nachladen, dann haben wir den Platz wieder. Oh, guck mal, die Pizza sieht noch viel besser aus als das Rührei. Warum sah denn Rührei so widerlich aus? Was haben die denn damit gemacht? Dem Koch würde ich nicht vertrauen. Karte des Labors. Sehr schön. Im Schlafraum haben wir tatsächlich was vergessen. Oh, wir müssen nochmal in den Schlafraum gehen. Perfekt, dass wir die Karte bekommen haben. Das hätte ich nicht gesehen. Ich frage mich, was wir da vergessen haben. Schöne Deko. Was sind das für Bücher? Was steht da? South Animal India. Ah. Ein Tierbuch also. So, wir gehen nochmal zurück zum Schlafbereich. Die haben aber auch ganz schön kleine Betten, ne? Wenn ihr eben darauf geachtet habt. Sehr ungemütlich. Nicht angenehm. Ich meine, wer möchte hier drin schlafen? Das ist nur so eine komische Kapsel. Ich weiß ja nicht, ob das da weitergeht. Da können wir leider nicht gucken. Achso, das ist das Ausrufezeichen. Ah, na toll. Ich hätte nicht zurücklaufen müssen. Ich dachte, ich habe irgendwas vergessen. Das ist nicht der Fall gewesen. Gucken wir mal weiter. Danke, dass die ganzen Türen aufgehen. Das würde mich im Alltag sehr nerven, wenn ich die ganze Zeit mit dem Armband rumlaufe und dann geht die Tür nonstop auf. Einer läuft vorbei, Tür geht auf. Der nächste läuft vorbei, Tür geht auf. Der nächste läuft vorbei, die Tür geht auf. Na komm. Oh mein Gott. Okay. Hallo. Oh, Hallöchen. Kann ich deinen Helm klauen? Ich glaube, den könnten wir gebrauchen. Alpha and Ghost. Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl, das G-Virus und das Antivirus zu holen. Hier, Ghost. Verstanden. Rendezvous an Punkt W3. Roger. Hier, Alpha. Zielgebiet erreicht. Verstanden. Warte auf Zielperson. Hier, Alpha. Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen. Roger, erwarten Signal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Tja. Es ist ruhig geworden, aber sie ist nicht mit ruhig mit euch gekommen. Das G-Virus ist im Westbereich. Alles klar. Ja. Der arme Mann hat versucht, den Job zu machen. Hat nicht funktioniert. So, ich will nichts auslösen, hoffentlich. Ich will einmal was trinken, während die Brücke sich lädt. Brücke schneller, als ich jemals hätte trinken können. So, da ist der Ostbereich. Da können wir bestimmt als erstes hin. Und da ist die Brücke. Wir waren im Nordbereich. Eigentlich sieht das echt geil aus, muss ich sagen. Also ich fand immer dieses Hive, die ganze Funktion vom Hive von Resident Evil mega cool als Idee. Ich finde, das war in den Filmen ganz cool gemacht, mit diesem, wie das in dem Computerprogramm gezeigt wurde. Haben wir keinen Südbereich? So, das, wir gehen als erstes in den Ostbereich, würde ich sagen, ne? Ja, warum nicht? Also wir können uns tatsächlich aussuchen, wo wir lang gehen. Aber wir wollen ja alles erforschen. Wo würde das hier hinführen, so rein theoretisch?
Da können wir nicht hin. Okay, dann müssen wir nochmal upgraden. Das Upgrade finden wir bestimmt auch im Ostbereich. Es muss ja einen Sinn haben, dass der Ostbereich existiert. Nicht nur zum Erforschen. Ist ja alles sehr ziemlich gut durchdacht. Überall sind irgendwelche Sachen, die man machen muss. Es hat gespeichert. Das ist meistens nicht gut. Was sind denn das für Insekten? Okay, ich kann hier reingehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich sterbe oder verbrenne. Aber gut, dass wir das geklärt haben. Oh, hallo. Ich würde gerne Johnson besuchen. Ich bräuchte ein bisschen Ausrüstung, wenn das okay wäre. Mann, sind das riesen Medikamentenflaschen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will ein bisschen Kraut klauen, wenn wir schon mal dabei sind. Ich wollte es nicht austauschen, aber einfach mitnehmen, danke. Oh, eine Spritze, die draußen einfach rumliegt. Und ein Saftpaket. Und auch schon wieder was zum Speichern. Sehr großzügig, was mir ein bisschen Angst macht, wenn ich ehrlich bin. So, das können wir aber reintun. Ich glaube, wir tun doch ein Messer weg, weil wir haben platzmäßig... sind wir nicht gut unterwegs. Speichern wir nochmal hier. Wenn wir das nächste Mal sterben, können wir dann auch hier spawnen. In den Schrank können wir nicht, ne? Nein. Können wir irgendwas lesen? Research Report. Okay, da steht wahrscheinlich was mit dem Virus. Wo gehen wir als erstes lang? Da? Oh mein Gott, wir gehen als erstes hier lang. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Okay. Hat sich erledigt. Wir gehen als erstes hier lang. Und gucken, was uns hier erwartet. Ist das ein Typ? Oh, das ist ein Typ, der von der Pflanze zerdrückt wurde. Oh mein Gott. Ach, er hat das, was wir brauchen, das Armband. Was ist hier passiert? Ich würde es auch gerne wissen, was hier passiert ist. Kann der Virus auch Pflanzen mutieren lassen? Und nicht nur Lebewesen? Also lebende, bewegende Wesen wie Mistakes? Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Ja. Oh. Hierfür brauchen wir... Ah, hier brauchen wir bestimmt den Flammenwerfer. Bei Pflanzen und Feuer, ne? Feu-Feu. Feu-Feu ist immer gut. Oh mein Gott. Hat die Pflanze ihn gefressen? Oh mein Gott, was, wie sieht der denn aus? Der war aber vorher schon mutiert. Das ist aber gar nicht gut. Was läuft denn hier unten rum? Entschuldigung? Warum eskaliert die Musik jetzt so? Oh, Heilige. Okay, ich glaube, ich nehme doch die Pistolen für dich. Oh mein Gott, was bist du? Ich glaube, das Feuer war doch ganz gut. Du lebst noch, oder? Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Ich will da nicht rübergehen, dass er mich anpackt. Okay, die Pflanzen leben in ihm. Er nicht, das Greenhouse. Ja, da will ich auch voll rein jetzt. Blendgranate. Schade, dass wir das Schießpulver weggepackt haben. Was ist das? Ein Code eingeben. Drug Testing Lab. Wir sind gerade im Kontrollraum. Lobby, Präsentationsraum. Greenhouse, okay. Das ist ja schön. Noch mehr Mutation. Was ist das? Okay, irgendwas, was wir... Oh, ich dachte irgendwas, was wir eingeben müssen. Haben wir das jetzt sicher für uns gemacht, dass wir durch können? Verteilerkartusche. Aha. Ich habe ein bisschen Sorge. So einfach kann das hier ja nicht sein, dass wir da einfach was raussprühen und dann geht das. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ach, der hat so verschiedene Punkte. Seht ihr das? Scheißdreck. Da müssen wir bestimmt rausschießen. Ja, müssen wir auch. Wenn ich treffen würde. Wenn wir die Punkte treffen, dann stirbt er bestimmt ganz. Stirbt er jetzt oder rastet Gott, er nur aus? Verdammt. Jetzt ist er tot. Okay, wenn wir die Punkte alle schießen, dann sind sie direkt tot.
Das sind aber widerliche Viecher. Die sind ja ekelhaft. Damit wir wenigstens zu tun haben. Danke. Und Laborbericht. Unkrautvernichtersynthese. Unkrautvernichtersynthese für Gewächs 43. Einmal leere Kartusche im Lösungsausgeber platzieren. Die haben wir. Erforderliche Menge UMB Nummer 21 PE einfüllen. Umgehend kühlen. Gewächs 43 zeigt beeindruckendes Wachstum. Sollte etwas Unfreuliches geschehen, wäre es schwer zu kontrollieren. Im Fall eines unvorhergesehenen Vorfalls sollte nach den oben stehenden Anweisungen ein Unkrautvernichter hergestellt werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Scheint so, als ob wir das dann wohl tun müssen. Ja, das werden wir tun. Und da ist ein Stück von dem Code. Jetzt habe ich aber nichts zum Aufschreiben. Ich mache mal ein Foto davon. Dann habe ich das. So, Foto haben wir. Dann einmal weg. Das müssen wir oben eingeben in die Konsole. Hey, das sieht nicht aus, als ob da eine echte Person drin sitzen würde. Huch, Mann, ich gehe mal auf die Karte. Nee, das sieht nicht aus wie eine richtige Person, die da drin sitzen würde. Sehr seltsam. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Oh, ich höre noch so ein Viech. Ich weiß nicht, wo... Ja, aber auszurasten, ich treffe nicht. Oh, okay, wir müssen die Dinger nicht treffen. Wir können die auch so töten. Was ist denn das? Ey, da ist noch so ein Ding drauf. Ich brauche ein Foto davon. Bitte greif mir nichts an währenddessen, danke. Kann er wieder aufstehen, wenn wir die nicht ganz wegmachen? Diese komischen Beulen? Warum hat eigentlich alles hier irgendwelche Eiterbeulen? Jedes Mal, wenn wir irgendwas sehen, hat es Eiterbeulen. Können wir hier den Flammenwerfer benutzen? Nein. Aber die Musik eskaliert auch noch. Wo ist denn hier noch ein Viech? Irgendwo hier ist noch einer. Oh, da. Ich gehe mal wieder. Hoffentlich kommt er nicht hinterher. Ich glaube nicht, die Musik hat sich beruhigt. So, jetzt haben wir den Code. Das sind 4 Stück. Wir können einmal 2 Sachen öffnen. So, das erste sieht aus wie ein F. Das ist dann wohl das. Dann 2. Das Ding. Und... Nee. Doch, das nochmal. Okay. So, das haben wir offen. Können wir denn das zweite auch direkt aufmachen? Nee, beim zweiten fehlte die zweite Hälfte, stimmt. Okay, wir können nach unten gehen. Das haben wir schon bekommen zum Aufmachen. Das Viech ist nicht mehr da. Ich hoffe, das ist nicht auf unserem Weg. Ah, du bist da hinten. Das ist gut. Wir wollen eh nicht zu dir. Wir können doch in Frieden leben. Tschüss. Ich will meine Munition nicht verschwenden. Danke. Das muss nun wirklich nicht sein. Eine Bank. Eine Karte. Der Ostbereich. Die Karte. Okay. Hier gibt es auch ein paar Räume. Und wir haben Schießpulver. Das ist gut. Können wir direkt kombinieren. Hier können wir nicht weiter. Was ist mit hier? Hier ist schon wieder so ein Sicherungskasten. Aber da müssen wir nichts machen. Gott sei Dank. Das hätte ich jetzt nicht... Oh, da sind Kratzer. Oh, da sind noch mehr Kratzer. Ich nehme die Schrotflinte raus. Ah, hier ist wieder irgendein Riesenviech. Ich hoffe, es ist nicht wieder das Springteil, was von Wand zu Wand springt. Hier können wir nicht rein. Bitte, lass es nicht das Springteil sein, was von Wand zu Wand geht.
Danke für die Money. Die brauche ich auch. Trophäe! Yay! Endlich haben wir was für unsere Arbeit bekommen. Hast du dir verdient, Leon. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas versteckt ist. Sonst hätten wir nicht einfach eine Trophäe. Nochmal ein Bild. Ich meine, die tragen wir eben mit uns rum, aber falls wir Platz brauchen und was doch wegwerfen müssen. Lebst du noch? Nein. So, Murph. Aber wir können hier auch nicht einsetzen. Also von daher ist das egal. Wir brauchen eine Batterie. Es wird nicht gut enden. Was auch immer hier kommt, wird uns umbringen. Haben wir noch genug Leben? Ja, wir lassen das Kraut erstmal liegen. Ich will es nicht wegwerfen müssen, irgendwas. Oh, wieso steht ihr jetzt alle auf? Wieso steht ihr denn jetzt alle auf einmal auf? Sag mal, hör auf so komisch zu laufen. Ist das ein Geräusch? Tot? Ich hoffe. Bitte seid tot. Ich will nicht so viel Munition verschwenden. Dass sie alle drei auf einmal aufgestanden sind, Mann. Was war das denn? Oh, du bist doch wieder da. Und ich schieß voll daneben. Hä? Das zweite. Oh. Scheiße. Großartig. Mann, du! Da kommt doch die Zombie-Frau, ey. Warum brauchst du auch Aufmerksamkeit? Ah, das sind doch wieder die vier. Ach, ich dachte, wir sind sie los. Ich habe mich so gefreut, dass wir sie los sind. Nein, stattdessen sind wieder diese Viecher da. Wieso müssen die denn immer da sein? Könnt ihr nicht einfach gehen? Niemand mag sie. Und ich weiß nicht, ob das gut war, dass ich meine Feuermunition benutzt habe. Aber ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst. Ich hoffe, wir kriegen nochmal Benzin dafür. Ich hoffe wirklich, dass wir das nochmal bekommen. Ha? Oh, hallo. Ah, du lebst ja noch. Zum Teufel. Lebst du immer noch? Kannst du nicht drei Schüsse brauchen? Gemeinheit. Ich versuch's sie mir aufzuteilen, ja? Bitte. Verschwende es nicht von mir. Oh mein Gott! Du Penner! Bleib liegen! Oh, ich würde gern drauf treten. Sag mal, bleib liegen! Meine Güte! Schreck mich doch nicht so! Oh, hier sind wieder die Pflanzen. Gottes Willen. Ich hätte gerne mal wieder einen Speicherpunkt. Oh, okay. Scheiße. Normaler Zombie ist okay. Damit kommen wir zurecht. Irgendwie. Jetzt können wir offiziell nichts mehr aufheben. Haben wir eine Gürteltasche vielleicht? Monier? Puh. Das ist jetzt kritisch. Dann mache ich mich jetzt ganz voll mit Heilung und nehme die Monier mit. Weil die können wir nicht liegen lassen. Die brauchen wir. Und wir haben das. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Platz, aber die Monier haben wir gewechselt jetzt. Wegen... Oh, Notiz eines Unbekannten. Alle sind verwandelt, Pflanzen geworden. Sie kommen zurück immer und immer wieder. Verbrennt sie alle. Verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Einen anderen Weg gibt es nicht. Gut, dass wir den Flammenwerfer haben. Ich bin sehr froh darüber, dass wir den jetzt haben. Sind wir wieder irgendwo, wo wir mal waren? Ach, wir sind wieder hier. Ah, wir können direkt speichern, Gott sei Dank. So, das ist mal ganz wichtig, unsere Sachen ins Lager tun, damit wir nicht diese Überlagerung haben die ganze Zeit. Und wir haben nicht mehr so viel Platz. Können wir doch keine Andenken behalten wie das Star-Stop-Zeichen? Kann ich es auch mitnehmen? Ey! Achso. Ja, natürlich, wir haben keinen Platz. Ich dachte gerade, weil die beiden frei sind, aber die sind nicht wirklich frei. Das ist nur phantommäßig frei. Was natürlich super nett ist von diesem Spiel. Wir nehmen aber das Stars-Abzeichen.
Und das war die falsche Taste. Und schmeißen uns weg. Es tut mir leid, Leon. Keine Erinnerung für dich. Und wir müssen nur mal irgendwie Platz schaffen. Was können wir denn jetzt gerade weglassen, was wir nicht brauchen? Ich meine, bei der Trophäe war ja der Code drauf, richtig? Dann, was können wir weglassen? Was können wir weglassen? Den Flammenwerfer brauchen wir wahrscheinlich. Das Messer. Ich meine, wir haben Handgranaten und Blendgranaten. Ich glaube, das brauchen wir das Messer nicht auch noch dazu haben. Was können wir mitnehmen? Der Schlüssel vielleicht? Wir lassen das mal so. Wir lassen das mal so. Obwohl, ach, ich weiß halt nicht, zwei Plätze sind echt wenig. Ich will noch die Blendgranate weg. Ich werde wahrscheinlich bereuen, so wie alles, was ich hier mache. Aber besser ist. So. Huch, hast du mich erschrocken, Tür. Können wir hier lang gehen? Ach, hier waren wir ja. Das ist der Pflanzenraum. Wir haben keine neuen Codes oder so, richtig? Hatten wir nicht. Also, falls ich verwirrt wirke, ich hatte eine kleine Pause gemacht, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz wieder reinfuchsen. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Ach ja, wir brauchen das. Und das war bei dieser... Ja, ich weiß wieder. Oh mein Gott, das hat mich erschrocken. Okay. Und direkt daneben. Ach, jetzt stück du ekelhaftes Wurzelvieh. Raste nicht so aus. Oh, ich frag mich, was passiert, wenn er komplett ausrastet. Ob er dann irgendwie auf uns zusprintet oder uns Pflanzensaft auf uns drauf spuckt. Scheiße. Alles gut, Leon, du bist in den besten Händen. Naja, in den besten Händen, die jedenfalls so tun, als ob sie die besten Hände wären. Was zum? Bleiben die nicht tot? Die beiden hatten wir doch schon mal erschossen. Ich glaube, die bleiben nicht tot. Nee, davon hatten wir nur die Hälfte des Codes. Moment. War die Hälfte des Codes hier drauf gewesen? Was ist das für ein Code? Tetris? Okay. Wir versuchen das mal. Okay, ich muss mir nochmal angucken, um mir das zu merken. Also, wir haben zwei Sessel, ein I, zwei Kästen und ein großes I. Kleines I, großes I, zwei Treppen und zwei Kästen. So, erstmal die zwei Treppen mit Space. Dann das kleine I. Dann das und das große I. Und Enter. Was hat das jetzt gemacht? Perfekt. Drug-Testing. Brauchen wir die jetzt noch? Ah, jetzt ist sie auch benutzt. Nice. Jetzt können wir sie wegwerfen. Wir brauchen keine Trophäe. Wir müssen nicht belohnt werden für unsere Taten hier. Werden wir am Ende genug. Wir werden als Held gefeiert irgendwann mit Leon. Ich hoffe jedenfalls, dass wir Leon im... ich habe ja gehört, ein neuer Resident Evil-Teil so rauskommt. Den müssen wir unbedingt spielen. Muss ich unbedingt spielen. Und ich werde ihn doch aufnehmen. Aber ich laufe mal vorbei. Damit habe ich jetzt gar nichts am Hut. Allerdings hoffe ich, dass es da um Leon geht. Und wir vielleicht mal endlich alles hier beseitigen können. Obwohl, irgendwie hoffe ich auch nicht, dass alles zu Ende geht, weil ich hätte gern mehr Teile. So, kann ich das hier benutzen? Ja, kann ich. Perfekt. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Ja, kann ich ganz kurz abbrechen? Wir hatten doch hier den Zettel, der uns das sagt, oder? Wie wir das machen? Ja, hier. Leere Kartusche, erforderliche Menge. UMB. Aber was ist die erforderliche Menge? Erforderliche Menge UMB Nummer 21 einfüllen. Erforderliche Menge UMB Nummer 21. Was genau... Also bis zum roten... Huch! Kann ich das wieder... Ah, ich verstehe, ich verstehe. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen den roten Kreis hinbekommen. Den müssen wir füllen, nicht mehr. Und wahrscheinlich von ganz hinten... füllen. Und wie genau mache ich das? Ich kann nur von Mitte zum Außenplatz füllen. Kannst du bitte aufhören? Hm... Das ist genug, oder nicht? Es ist ein bisschen unter, aber kriege ich noch mehr irgendwie? Kann ich,
Das einmal... Ah, ich kann die beiden ja nicht füllen. Mein Gott, okay, das ist wundervoll. Das ist jetzt wieder zu viel. Können wir das wechseln? Das beides drehen und... Das nochmal ganz kurz umfüllen. Ich habe keine Ahnung, womit ich hier... Was ich mache. Jetzt ist ein kleiner Rest übrig. Das ist gut. Ich glaube... Das ist gut, wenn wir das so machen. Moment. Ein bisschen mal wechseln und dann den. Wir machen wie hier das bisschen. Oh nee, das war glaube ich gar nicht gut. Obwohl, doch, das war gut. War das gut? Ich würde gerne den äußeren. Bitte, bitte, bitte. Danke. Geht das? Das ist zu viel, ne? Ja, es ist schon wieder zu viel. Ein bisschen sind wir losgeworden. Das ist gut. Können wir das nochmal machen? Ja, okay, wir kommen voran. Irgendwie, auf eine ganz bizarre Art und Weise. Und jetzt das? Es ist zu wenig. Das ist genau... Hm. Jetzt habe ich schon wieder ein Problem hier erschaffen. Oh mein Gott, okay. Sowas ist ja gar nicht für mich. So absolut nicht. Hätten wir jetzt noch den kleinen Rest, den wir am Anfang hatten, dann wäre perfekt gewesen. Den haben wir leider nicht. Okay, ich muss mal ganz kurz mit meinem Finger, was ihr nicht sehen könnt, auf meinen Bildschirm und gucken. Wir brauchen genau kurz unter dem in der Mitte. Das kriegen wir, wenn wir beim Kleinen füllen, dann wechseln, glaube ich. Ich guck mal. Jetzt haben wir Hälfte, Hälfte. Wenn wir die einmal wechseln und erstmal den reintun. Dann wechseln wir die. Dann den zurück. Das kommt da rein. Ha, okay. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich klang gerade so, als ob ich eine Idee hätte von dem, was ich mache. Das ist nicht wahr. Ich muss sagen, also eigentlich dachte ich immer, ich bin eine Biologin selbst, ja. Ich bin eine Wissenschaftlerin. Ich meine, ich hatte mal eine 2 in Wissenschaft, das muss ja reichen. Nein, in Biologie. Ja, nein, absolut nicht. Können wir das irgendwie wechseln? Können wir das einmal umfüllen? Das bleibt gleich bei der Menge, ne? Ja, das bleibt sich gleich. Können wir das drehen? Und dann nochmal das umfüllen? Das kann ja ganz da rein. Okay. Okay. Ich füll's jetzt mal an den Großen. So. Bis der Große frei ist. Soweit. Das ist gut. Der Große muss den letzten Rest haben. Der Große kommt an den Rand. Und bei dem Kleinen füllen wir jetzt. Ich glaube, wenn wir dann jetzt den Großen nehmen... Und das da rein, dann haben wir es, oder? Ja, jetzt haben wir es. Perfekt! Die 2 in Biologie. Oh Mann, ey. Okay, sehr gut. Und das muss unbedingt gekühlt werden danach, richtig? Das war die Aussage? Komm, gib mir die Ampulle. Gib das grüne Zeug. Dem Shreks Blut bekommen. Der eklige Schleim. So, komm, komm, komm. Du wach bitte nicht auf. Du siehst ekelhaft aus. Hier war die Kühlung, richtig? War hier nicht die Kühlung? Das sieht doch aus wie sowas. Oh mein Gott, das muss unbedingt gekühlt werden. Ah, wo bringe ich das jetzt hin? Wo ist der Kühlschrank? Oh schön. Oh Gott, eine Kartusche mit diversen Lösungen im Gewächshaus verteilt werden können. Mit der diverse Lösungen. Okay. Kann ich das einmal untersuchen? Kann ich, das bringt mir aber nichts. Wo kühle ich das jetzt? Was mache ich damit? Ah, hier. Ach nee, das ist Schießpulver. Verdammt, hätte ich die andere Flasche Schießpulver bei mir behalten. Und wie habe ich das übersehen, wenn das so offen rumlag? Kann ich einfach rausgehen? Vielleicht muss ich hier irgendwie zurück zu dem Raum da oben. Ja, bitte babbel nicht rum. Damit habe ich absolut nichts zu tun. Dankeschön. Bye, bye. Kann ich hier jetzt was machen? Das hier reintun vielleicht? Ist das der Kühler? Ich meine, da ist ein Ventilator an der Seite. Ja, absolut nicht. Okay, Mann, ich hatte Hoffnung.